dass man gleich Angst hat von Icken. Die müssen immer mit der Übermacht kommen. Die können nicht mal ehrlich gewinnen. Die kommen mit fetter Übermacht und dann fühlen sie sich cool, zeigt sie den Schwanz und so. Nee. Grässlich, die Icken. Die Icken sind so grässlich. Nee, nee. Schon gut, aber eben, es nervt halt extrem. Ich weiß nicht. Da kann man ja Briefe verschicken, aber da kann man keine Gegenstände verschicken, glaube ich. Wäre mal gut, wenn ich ein paar von alten Login-Daten schicken könnte. Aber ist auch egal. So. Hier hat es überall Quests. Da muss ich noch viel, viel machen. Aber wir beenden hier die Botenquest und dann gehen wir nach Roera. Roeraia. So. Unterm Strand ist es nicht so profitabel. Wir gehen lieber direkt den Weg. Da ist es am profitabelsten. Mit den Magnus. Heute Morgen habe ich ganz easy so einen Anführer kaputt gemacht. Der war, glaube ich, leicht. Ja, also dunkelgrün, hellgrüner, dunkler. Und ja, ging eigentlich noch relativ gut. Also er machte nicht so viel Damage an mir. Ich machte aber viel Damage an ihm. Dadurch hatte, obwohl er extrem viel Leben hatte, war er relativ schnell down. Okay, hier ist nichts. Schade. Weil hier sind meistens Sachen, weil die Spieler nicht hier durchgehen. Aber jetzt nicht. Die sind ein bisschen komisch, die gehen immer entweder durch den See oder unten beim Strand entlang. Und dort sind nie Magnaniten. Also ein oder zwei pro Tag sind vielleicht dort. Aber mehr auch nicht. Und hier sind meistens bisschen weiter nach so vielleicht. Da kommt vielleicht irgendwo einer. Aber nein, schade, wir müssen nämlich hier hoch. Ja, ja. Aber es gibt immer so kleine Taktiken, wo gut sind, wenn ihr Magneten sammeln wollt. Weil die sind schon echt wertvoll. Also ich spiele ja ohne Handel, also mir geht es jetzt eigentlich nichts an. Aber Leute, die ihr dann beschenkt, die freuen sich extrem. Und das ist ein gutes Zeichen. Ja, wenn der Clan ein bisschen mehr Leute hat von meinem Let's Play, dann kann ich wirklich mal clan-internes Suchspiel machen. Aber momentan sind es sowieso auch ein bisschen weniger, weil viele in den Ferien sind und ja, nicht gerade viel Zeit haben. Weil ja Osterferien sind. So, destabilisieren. Nö. Donnerwetter. Ich weiß nicht, Wirbelwind ist so extrem schwach. Aber es ist halt stetiger für 10 Sekunden, Bereich 6. Naja, es nimmt sowieso niemand, also wahrscheinlich nehme ich es auch nicht. Schade, wir können überwältigte Stärke noch nicht benutzen. Dann machen wir entweder hier stumpfe Schaden. Ist das nur für die Verbündeten oder ist es auch für uns? Das frage ich mich. Schwindel. Das ist zum Beispiel eine defensive Haltung. Einschüchtern. Also Kraft setzen. Nee, hier ist es nicht so gut. Was wir machen könnten, ist hier noch zu statten. Ja, bringt nicht zu viel. Starker Stoß, der alle positiven Effekte vom Ziel entfernt. Wenn wir zwei
Köln haben und dann PvP machen, dann wäre das so richtig cool. Aber das ist nur 10%. Hoffentlich steigert sich das noch. Und sowieso Stahlgemüt, sehr wichtig für die Bogenschützen. Betäuben ist richtig geil. Also wahrscheinlich werden wir dann Keulen benutzen. Am besten schnelle Keulen, weil die sind echt langsam. Ja, mal schauen, was wir so für Taktiken entwickeln. Also machen wir stumpfe Waffen auch ein bisschen hoch. Mal schauen, ob es gute Hämmer gibt. Sonst kann ich auch mal Zweihand nehmen, das ist nicht so stark. Also hier sind zum Beispiel gezacktes Schwert, Feichhörn, Wakatsashi, Wakatsashi. Die sind schnell. Katana Rakanai. Kopesh. Kanaka Kanakanai. Ui. Ich weiß nicht, was Kanakai heißt, aber wahrscheinlich Schwert. Oder Kanakenspacken. So, noch alles verkaufen. Sonst müssen wir nur viel rumschleppen. So. Meine alten Handschuhe auch verkaufen. Die sind noch weiß. So, haben wir irgendwas zum Ausrüsten? Hellebardenförmige Axt können wir wegschmeißen. Zweihändiges Schwert ist schwach. Das ist ja sowieso für Level 20. Und Speer nimmt sowieso niemand. Vor allem jetzt nicht. Also, vielleicht finde ich ja dann noch besser so. Boah, sieht das aus. Das ist mal grell für die Augen. Überbeleuchtung sei Dank. So, neue Sachen für 96. Nein, rentiert nicht. Hier noch die Sachen verkaufen. So, schade. Hier hat's Speere. Giftspeer. Furchenspeer. Sind alles so schwach für Zweihand. Was sind das Einhand? Das sind Zweihand, oder? Scheinbar schon. Also hier haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viele Items, die man kaufen kann. Oder später erst wieder. Hier sind Äxte. Eine Stachelaxt Mittel. 6, 94 bis 106 ist besser. Trefferschuss ist auch besser. Ja, dann nehmen wir die. Die sieht auch cool aus. So. Ja. Also. Keulen sind hier drin. Hoffentlich gibt es nicht noch eine bessere, sonst wäre ich dann schon fast bankrott. Kampfhammer. Langsam, ne. Die sind mir zu langsam. Eine Kriegskeule ist sowieso Zweihand. Sind das alle Zweihand? Wieso steht das nirgends? Ist doch Kacke. Hier sind noch Waffen. Barbar. Innovativer Name. Zweihand, zwei, ah, es steht, also. Der macht Schaden, aber sehr langsam. Nee. Das sind alles Zweihandwaffen, die sind nicht für uns. Einwohner, Rüstung.
Ja, toll. Für Pal, also für Ritter. Nicht gerade gut. Okay, dann wäre es das hier. Wir könnten noch eine Quest. Machen wir die unten kurz. Nehmen noch eine Reisequest mit, wenn wir runtergehen. Wir müssen sowieso seitlich runtergehen, weil dort nur so zickzack geht und das ist nicht gerade kurz. Okay, Paul ist, glaube ich, am Start. Wo ist Bieder? Ein Fiske. Ah ne, Paul ist ein Fiske. Okay. Oh Mann. Ah, Eis war drin. Aber jetzt irgendwie. Also ist jetzt gekommen? Nein, sie ist halb verlassen. Sie hat das Spiel verlassen. Oder ist Samantha Eis? Ups. Oh, ich wollte doch nur ein bisschen an der Klippe. Ja, und jetzt tötet mich der Wolf. Ja, ich bin gefangen scheinbar. Lassen wir uns töten, ne. Und keine Animation, auch sehr gut. Ach komm schon, ich will doch nur raus. Fail des Jahrhunderts. Ah, gut. Lol, das Leben. Sturz, Sturz und dann noch Schaden vom Wolf. Ist nicht gerade gesund. Ich wollte nur noch an der Linie heruntergehen und dann rutsche ich einfach auf die Seite. Voll die geile Physik. So. Abend heißt. Boah, ist das ein Drogenschnüffler. Hier hat er Koks und hier hat er Magic Mushrooms und in der Kiste ist sicher Marihuana. Oder die Büsche sind Marihuana. So. Ja, die muss man ja nicht reparieren. Was hat der? Der hat ja ein absolut gigantisch großes Inventar, das er verkauft. Also, ja, Fiske müssen wir. Gehen wir nach Fiske. Wir gehen nach Fiske. Und ich breche es ab. So. Mal der Eis Ding zeigen. Niemand. Huhu. Komm. So. Drop von Aquantis. So. Bin jetzt Level 29, ein Viertel. Okay. Aha. Danke fürs Gestein. Habe es natürlich nur am Fest drin.
Okay, ich habe immer noch über 500. Tanks kann ich gut gebrauchen. Der war nett, aber... So, jetzt Fiskel. Jetzt muss ich immer noch die Quests aufholen. Oh. Bisschen die Quests aufholen. Also wenn ich die Quests dann mache. Dann, oh. Wow. Tanks. Ah, nicht hier. Hier. Richtig geil. Schauen wir die an. Verfassung plus 4. Für Level 32. Aktionshaus ist immer noch nichts Gescheites wahrscheinlich. Weil da nicht mehr so viel gehandelt wird, das ist eigentlich über den Handelschat. Mal Keulen für Level 31 bis 40. Kind ist episch. Magisch. Ne, ist nichts drin. Suche Aktionen. Ah, das sind die, die ich gemacht habe. Ist nichts drin. Nee, man benutzt das Aktionshaus noch. Was die Jerome kenne ich jetzt nicht. Aber die ist von unserem Clan. Aha. Hast du eine genug breite Tür? Ja. Ah, der ist da oben. Das nervt. Okay. Meine sind momentan noch genug Stau. So. Also schauen wir mal, wo wir hin müssen. Okay, nach Tosim. Ja, aber das gehe ich irgendwie jetzt nicht mehr. Ich werde einfach weiter questen und dann morgen wieder am Abend weiter Let's Playen. Also, wenn ihr auch mal kommen wollt und mitspielen wollt oder einfach dabei sein wollt oder mit mir chatten wollt oder sonst irgendwas, dann könnt ihr mir gerne hier in Regnum Valhalla Reich Syrtis anschreiben und Drag Basel LP hier oben steht's und dann habt ihr ja einfach anschreiben. Ich werde es schon annehmen. Kein Problem. Könnt mich auch in die Freundesliste tun. Einfach hier Freunde und meinen Namen angeben. So. Und dann habt ihr, könnt ihr hinzufügen klicken. Jo. Okay, bis zum nächsten Mal und dann hoffentlich auch ein bisschen höher. Und ja, bis morgen. Tschüss.